So, willkommen in der Toskana, in San Gimignano. Wir werden... Wir werden immer noch verfolgt. Ja gut, wir haben ja auch die Stadt hier... Wurde beraubt? Nee, niemand beraubt mich. Lass dich hoch. Lauf doch hoch, hallo. Oh, du Arsch, du bist ein... Ezio, du bist unfähig, dämliche Scheiß... Ihr dürft nicht hier runter, Dastronzo. Ja, ich gehe ja schon runter, aber ich verfolge gerade meinen Räuber. Ich brauche die Wachen gar nicht, ich laufe einfach hinterher. Scheiße. Oh, Ezio, du bist eine lahme Trantüte, weißt du das? Ezio, oh, was, wer hat jetzt ernsthaft, wer hat sich diese scheiß Dächer ausgedacht? Die sind ja schlimm, du. Leute, ihr seid so dumm. Lauft mal endlich. Der Typ hat mir Geld geklaut. Worum es auch gehen mag, lasst mich bitte aus dem Spiel zusammen zu tun. Oh, scheiße, ey. Wie schwer ist es denn bitte, so einen scheiß Dieb zu fangen? Au, jetzt seid ihr dran. Jetzt habt ihr aber sowas von Leute am Arsch. Tut mir nichts, bitte. Bin ja auch nicht hinter dir her. So ein Wichser hat mir mein Geld geklaut. Wachen, die stören meine Zielparameter. Verdammt, ich habe die Tasten nicht drauf. Vergesst die Märchen über Ehre und Romantik. Der gemeine Mörder bringt nur Tod und Teufel zu allen. Hab ich ihn? Ja, sehr schön. Hinter dir. So, und jetzt nehme ich mich eure an. Hey, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ein Assassine. Oder innerhalb unserer Mauern gesichtet. Vertraut den Waffen und zögert nichts. Er muss geschlagen werden. Wow, er hat einen Schienenschneider. Verdammt, du entkommst nicht. So. Krass. Er hat auch nicht wenig Geld geklaut, ne? Also, ich hatte 200. Also, er hatte richtig gut Geld abgezogen. Meine Fresse, das war ja eine Hetzjagd. Vor allem 50.000 Wachen noch hinterher. Sein starker Arm beschützt die Schwachen. Vor der mächtigen Zorn. Aber
aber ich liebe euch. Ja, von wegen, du liebst mich. Du nährst gerade extrem. Ja, das war Überreaktion. Ich weiß. Das hab ich mir auch verdient. Er muss aufgehalten werden. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure... Vergesst die Märchen über... Ich glaube, das löst alles aus. Boah, ein bisschen teuer, ne? Auf Befehl des frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Adler? Sehen wir die? Schon bald fühlt ihr euch besser. Hör und schon bin ich blank. Und drei Quattrini pro Zentner Venatia betragen. Tja. Torre del Diavolo. Vermutlich als mittelalterliche Verteidigungsanlage erbaut, wurde das Torre del Diavolo einst von einem begehbaren Steg gekrönt. Die Planken des Steges wurden von um die Spitze angeordneten hölzernen Bolzen gehalten. Je nachdem, wen man fragt, rührt der Name Teufelsturm entweder daher, dass der Turm einmal von Blitz getroffen wurde, oder daher, dass der ursprüngliche Eigentümer einmal von einer Reise zurückkehrte und ihn ein wenig höher vorfand als bei seiner Abreise. Dilulup. Er wird sich den Hals brechen. Ouch. Boah, das Level gefällt mir überhaupt nicht. Das ist sau schwer, gerade diese Türme hochzuklettern. Ich habe übrigens auch so ein bisschen Vergleich gemacht, wie die Parcours-Animation sich verändert über die ganzen AC-Reihen. Und die werden tatsächlich weitaus schneller. Also das hier ist, dahingegen ist das hier noch sehr langsam. Also, ja, Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? Verbund und 60 Quadrate Datei freigegeben. Auf, runter, links, rechts. Cool. Ja, ist mir bekannt, dass ich stehlen kann. Ja, ist das nicht der von Steam? Ist doch der Meister von Steam, du. ID Edensplitter 2 Apfel. Königin Elisabeth I. von England, 1559. Kiaul Wnknacken 182. Ach, das ist doch hier Napoleon, oder? Ich bin sowas von gut. Ich bin gut in Geschichte, Leute. Kaiser Napoleon I. von Frankreich, 1812. ID-Splitter 1 Apfel. RF Sidden Veita 18. Ja, das sieht ja fast gedreht aus. Das könnte... das weiß ich nicht. Aber das ist aus USA auf jeden Fall. Aus Amerika. Ziemlich frühes Zeitalter. 1700 irgendwas vielleicht. Nee. Viel früher. Oder? Doch, 1700 irgendwas meine ich. Ah, ich bin gut. George Washington, Vereinigte Staaten, 1781. Passcode gefunden. 10352. Drücken und Passcode einzugeben. Datei freigegeben. Was war das bitte? Interessant. Naja, wir kennen noch nicht ganz die Wahrheit. Aber wir haben schon
damit ein gutes Stück durch. Also zwei. Das ist ein gutes Stück für mich schon. Das ist Fortschritt. Der Mond ist ganz schön klein hier in der Welt. Ezio untersucht mal ganz oben in Ruhe die zwei Steine da. Cool, die Tarnschilde generieren. Applaudieren, wollte ich sagen. Dieses Leiche aufheben. Wie war denn das nochmal? Ach, einmal drücken, ne? Ne, das wollte ich auch nicht. Dunkle Zeiten. Das ist unser Lohn dafür, dass wir unsere Sicherheit inkompetenten Idioten überlassen. Das sehe ich nicht so. So viele habe ich aber nicht umgebracht. Es sind ein paar mehr Leichen hier. Ich lasse sie auch hier liegen. So. 200 Florenz. Nur hier. Ist das hier unten? Nee. Oh. Sieht so ein bisschen aus, als wäre es unten. Ich will ganz loswerden von dem Kopfgeld, bevor ich mich hier ans Erkunden mache. Sehr schön. Ich habe noch nicht das Panorama gefunden, was ich haben wollte. Kommt, Freunde! Was auch immer euer Künstlerherz. Uff. Oh. Ah, egal. Dann nächstes Mal, ja? Ich weiß nicht, was YouTube daraus macht, wenn ich das zeige über einen längeren Zeitraum. Ich hab's kurz genug gesehen, sagen wir es mal so. Fliegt eure Wunde, ja. Edler Herr, ihr habt so recht gerichtet. Unser Herz und oft auch mehr sind euch zu Dank verpflichtet. Das Glück bleibt unser Held. Da oben, ne? Da. Ich hab den Dieb übrigens auch gesehen, ne? Also, der wurde mir schon angezeigt auf der Karte. Verdammt, ich will doch nur essen! Danke. Krass, der überweist mir das Geld. Das ist ja die erste Banktat, die wir haben. Ne, der hat mir das Geld echt aus der Tasche gezogen gerade eben. Heftig. Das habe ich gar nicht gemerkt. Guck mal, da hinten fliegen... Ne, doch nicht. Die Leute haben keine Beine da hinten. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal... ein bisschen mehr Fortschritt. Wir haben hier vorne doch direkt so ein Templer-Grad, ne? Ne, Codex sogar. Oh, ja. Templer-Grad haben wir aber auch. Ja, Codex gerade mache ich gleich. Erstmal alles entdecken hier. Uff. Okay, ich sehe schon, wo es hinausläuft.
Das ist, oh, da muss ich halt auf der anderen Seite wieder absteigen. Oder ich komme auf die von hier einmal drumherum. Ja, komme ich. So, wieder hoch. Ich glaube, die Gemälde machen wir mal folgendermaßen. Ich werde die Gemälde offscreen einsammeln, weil da ziemlich viel Obszönitäten dargestellt wird. Und ich weiß nicht, wie der YouTube-Algorithmus darauf reagiert. Wenn man so kurzfristig drauf schaut, ist es, glaube ich, kein Problem, aber nicht, dass der, ich sage mal, Nippelfilter von YouTube anspringt. Und das Video jugendgefährdet claimt. Das wäre der Hammer. Das habe ich noch nicht gehabt. Dieses Video verstößt gegen die Community-Richtlinien. Oder YouTube-Richtlinien. Also wie jemand den Kopf abgeschlagen und zerstümmelt und alles mögliche wird, darfst du zeigen, ne? Also voll heftige Gewalt, aber so ein Gemälde, das kann schon stören. Deswegen haben Murray und ich Saints Row 4 auch nicht Let's Played. Weil ich nämlich genau weiß, dass ich hätte das zensieren müssen. Okay, nee, dann machen wir anders. Ich mach den Todessprung. Scusi! Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich viel erreicht hier. Die Außenwelt müsste ich noch erkunden, aber das mache ich später. Wo bin ich? Da. Ich bin dafür, dass wir das Assassin-Grab jetzt machen, weil diese Dinger, die sind sehr interessant. Verabscheuungswürdiger Zieleine! Wenn ihr ein oder zwei mehr Tryptychons kauft, gebe ich ein Fresko für eine Kapelle dazu. Zwei Tryptychons. Lass ab von mir, Mistkerl! Wache! Und der Künstler gehört euch für eine Woche. Scheiße. Hat er Geld? Nee, hat er nicht. Okay. Ist mir egal. Frommen Landschaftsbilder ausverkauft, aber wir nehmen noch. Ja, ich könnte im Zweifel die Videos Ü18 einstufen, das wäre auch machbar. Es kann auch sein, dass YouTube das automatisch dann macht. Ich weiß nicht, wie YouTube darauf reagiert. Aber gucken wir mal. Alter, du hast mich geschubst. Gut. Heißer, heiß, heißer, heiß. Der Palazzo Comunale des Rathaus von San Gimignano wurde 1288 als Sitz der Stadtregierung erbaut. Wie es sich für die Stadt der Türme geziemt, war einer der ersten Beschlüsse des Rates in seiner neuen Heimatstätte, eben diese durch die Errichtung des Tores Grossa zu krönen. Der Protestar bezog den Palazzo Comunale im Jahre 1337. Die Lüge.